Hi. Du bist Josie, oder? Kann ich ein Autogramm haben? Ich hab's ein bisschen eilig. Keine Angst, ich tu dir nichts. Ich will echt ein Autogramm, okay? Hier, nur auf den Arm, nur ein Autogramm. Danke, das ist voll lieb von dir. Hey. Du bist eh voll lieb. Hey. Und du siehst super aus. Hey, was ist mal los, bitte? Hey! Echt auch mega. Hey! Morgen, Richard. Morgen. Ist das neu? Schick. Schon, oder? Hab nur keine Lichter. Ich meine Verkehrssicherheit. Ich hab Akkulampen. Ach, tolle Sache. Und wer ist tot? Die Kira. Kira? Die Sängerin? Sagt mir nichts. Unsterblich? Das war ihr großer Hit. Morgen, Richard. Hallo, Franziska. Prominentes Opfer diesmal. Du kennst sie auch? Ja, klar. Ja, Kira Wollitz, 37, ledig, keine Kinder, wohnt hier in München. Was hat sie denn gesungen? Schlager? Deutschpop. Anfang der 2000er gab es doch jede Menge Deutschpop. Immer hübsche Sängerin als Frontfrau, klang alle gleich. Ja, gut. Sie hat einen Schlag auf den Kopf bekommen, ist gestürzt und dann mit dem Kopf hier aufgeschlagen. Tatwerkzeug? Das muss ich erstmal alles sauber machen, dann kann ich was dazu sagen. Die Tatzeit? Irgendwann gestern Nacht. Was hat sie denn hier draußen gemacht? Wahrscheinlich geraucht. Wir haben die Zigaretten da in ihrer Tasche gefunden. Ja, und die anderen Räumlichkeiten hier, das sind alles Büros. Da war wahrscheinlich zur Tatzeit keiner mehr da. Müssen wir trotzdem überprüfen, auch die Putzkräfte. Haben wir ein Handy? Leider nein. Noch keine Geldbörse oder Schlüssel. Hat der Täter vielleicht mitgenommen? Er hat noch was mitgenommen. Sie hat einen Ring getragen. Es muss ziemlich mühevoll gewesen sein, den abzubekommen, weil da ist die Haut aufgeschürft. Wer ist das? Ah, das ist der Chef hier, Dieter Behrens. Er hat die Leiche gefunden. Hab aber nicht viel aus ihm rausgekriegt. Er steht, glaube ich, noch unter Schock. Cosmo hat sein neues Album aufgenommen und am Abend kam dann Kira vorbei. Das ist ein deutscher Rapper. Ja. Olaf Brandner mit richtigem Namen. Kira kam also vorbei. Und dann? Ja, dann haben wir uns noch gemeinsam den Schluss der Session angehört und anschließend noch ein bisschen zusammen gesessen. Wer alles? Kira, ich, Cosmo und Freddy, sein englischer Produzent. Und ihn habe ich so gegen 22 Uhr zum Flughafen gebracht. Dann waren also zum Schluss nur noch Kira und Cosmo hier. Ja. Gottes Willen. Oh, fuck. Schon 11? Alter. Hi. Ich bin Cosmo. Hi, Annabelle aus Dresden. Ich war damals bei eurem allerersten Konzert im alten Schlachthof. Ah, die ganz wilden Zeiten, ne? Willst du auch einen Kaffee? Ich bin ohne ganz schlecht im Fragen beantworten. Nee, danke. Ist das Ihr Handy? Nee, das ist von Kira.
Mal, bei was für einer Zeitung bist denn du? Klippermännchen. Angenehm, Cosmo. Ja, hast du schon gesagt. Ja, nachdem Behrens und Freddy weg waren, habe ich noch mit Kira gequatscht. Und wo? Wie, wo? Na, hier im Studio, im Aufenthaltsraum. Aufenthaltsraum, ja, das klingt cool. Und im Hof. Kira hat geraucht wie ein Schlot. Ich habe ihr schon oft gesagt, dass das scheiße ist für ihre Stimme. Und dann? Dann haben wir noch die Tracks durchgehört. Mitschreiben, in der Regie. Ja gut, das haben sie ja häufiger zusammen gemacht. Aha. Und wie lange ging das? So bis um eins. Ich habe noch ein paar Sachen zusammengesucht, mich hingesetzt, mein Handy gestreichelt und dann bin ich wohl eingeschlafen, bis ich ganz lieb geweckt wurde. Und Kira, was hat die gemacht? Was weiß ich? Ich dachte, sie ist heim. Sie hatte ganz schön was intus. Sie auch? Kein Alk, keine Kippen, keine Drogen. Ich esse nicht mal mehr Fleisch. Ach, kommen Sie. Nach dem, was man so in der Zeitung liest, lassen Sie es doch ganz gern mal krachen, hm? Ja, das war früher. Ich bin älter geworden, ein bisschen ruhiger. Deswegen aber nicht schlechter. Sie waren also komplett nüchtern, sind aber sofort eingepennt. Mann, ich war den ganzen Tag im Studio. Ich war saumüde. Sag mal, was willst du eigentlich von mir, Mann? Beruhig dich. Ich bin ruhig. Ja, aber Entschuldigung, ich verstehe Ihren Ton jetzt auch nicht. Also, warum denn diese Verdächtigung? Irgendjemand hat Kira überfallen, als sie draußen auf dem Hof war. Der ist frei zugänglich, da kann jeder rauf. Na gut, vielleicht war es auch dieser beknackte Fan. Welcher Fan? Ach, so ein Vollidiot. Macht auf Bob Dylan mit einer Gitarrentasche auf dem Buckel. Wenn es sowas Blödes noch gibt. Wann war das? 21 Uhr, also wir hatten ja schon abgesperrt, aber er hat so lange geklopft, bis ich aufgemacht habe. Und er wollte zu Kira? Ja, ich habe ihn natürlich weggeschickt. Aber, ja gut, vielleicht hat er es später noch mal über den Hof versucht. Ich weiß nicht. Der Behrens ist komisch. Für mich klang das mit dem Fan nach einer Ablenkung. Ablenkung wovon? Ja, von Cosmo. Der war die ganze Zeit über hier. Der soll also Kira umgebracht haben. Und legt sich dann gemütlich schlafen, gleich nebenan hier auf dem Sofa. Nee, der war total überrascht, als ich ihm von Kiras Tod erzählt habe. Ach, das war gespielt. Ja, und dann noch so ein kleiner Flirt und schon hat er dich auf seiner Seite. Hat er mich? Hat er mit Annabelle geflirtet? Sah für mich so aus, ja. Das heißt aber nicht, dass er mich auf seiner Seite hat. Ja, ja. Wir brauchen ein Phantombild von diesem Fan. Vielleicht gibt's den ja wirklich. Und du kommst mit mir. Wir fahren in Kiras Wohnung. Liebevoll geweckt. Klar, immer. Yeah, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one for to give you no pain. La la la. Wasser für mich? 2,50. 30, 35, 45, 90. Na komm, lass gut sein. Echt? Das ist echt groß von dir, wirklich. Jo. Dein Karma möchte ich haben. Sie hat mit ihrem Songschreiber und ihrer Assistentin zusammengewohnt? Naja, der Songschreiber ist ihr Bruder und die Assistentin ihre beste Freundin. Das ist dann auch gleich mal ein bisschen weniger ungewöhnlich. Und jetzt, hier gibt's keine Kira Wollitz. Aber hier, Tyson, das ist es. Ich habe mich schon gewundert, dass sie nicht nach Hause kam. Dass ihr Handy aus war. Wo waren Sie beide denn gestern Abend? Ich war im Theater auf einer Premiere. Ich war gegen bis 12, dann bin ich mit dem Fahrrad nach Hause. Und Sie waren den ganzen Abend hier? Ja. Allein? Gegen 11 war meine Nachbarin hier für eine Stunde. Wissen Sie schon irgendwas? Nee, noch nicht viel. Hatte Kira irgendwelche Probleme? Streit oder Stress mit jemand? Na klar, ein bisschen Stress mit irgendwelchen Leuten gibt's immer. Aber da war nichts Außergewöhnliches. Ihr Name steht gar nicht unten am Klingelschild. Warum?
Wir wollten nicht, dass wir Tag und Nacht die Leute klingen. Nein, ich verstehe. Hat Kira sich bedroht oder verfolgt gefühlt? Von einem Fan vielleicht? Ich wüsste nicht, von wem. Können wir uns jetzt immer mal ansehen? Ja, natürlich. Kira hat einen Ring getragen, der verschwunden ist. An ihrer rechten Hand. Den kennst du doch bestimmt. War der was Besonderes? Ja, der hat unserer Mutter gehört. Der war locker ein paar tausend Euro wert. Sind Sie das? Sie kannten sich schon als Kinder? Wir waren Nachbarn. Ich war oft bei Kira und Roman drüben. Meine Mutter war berufstätig und alleinerziehend. Als Kira das erste Mal auf Tour ging, bin ich auch mit. Sie war ihre beste Freundin. Und Chefin. Also, ich stelle mir das ja nicht so einfach vor. Dass Kira an erster Stelle steht, war für mich nie ein Problem. Uns ging's immer super. Würden Sie mir das an meine E-Mail-Adresse schicken? Kein Problem. Danke. Ui, was denn hier passiert? Danke, können Sie temperamentvoll sein. Ich wollte das eigentlich schon längst mal repariert haben. Streit? Worum ging's denn? Meinungsverschiedenheiten. Wie das halt so ist. Sie sind ein Paar? Ja, sind wir. Oder waren wir zumindest mal. Es ist kompliziert. Der Streit hatte zumindest nichts mit Kira zu tun. Ah, hier. Die TV-Show. Singing Out Loud. S.O.L. Kira war in der Jury 3 Jahre. Ja. Ich erinnere mich. Und privat? Hatte sie Affären? Eine Beziehung? Sie hatte schon länger keinen Freund mehr. Sie hat sich ganz auf die Musik konzentriert. Und die da? Wofür ist die? Wir haben kleine Filme gedreht für die Fans. Kira beim Joggen, nach dem Konzert im Tourbus. Die haben wir dann online gestellt. Sind die hier drauf? Heißen sie in die Videos hier auf dem Laptop? Ja, auch online. Ich würde den trotzdem gerne mitnehmen. Ich kann das nicht begreifen, dass sie nie wieder durch diese Tür kommen wird. Kann ich sie noch mal sehen? Das würde mir helfen. Natürlich. Danke. Wie soll es jetzt weitergehen? Komm, ich bin dir doch völlig egal. Kira war dir auch egal. Red keinen Scheiß, okay? Sie war meine Schwester, ich habe sie genauso geliebt wie du.
Sie hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut, als sie starb. Wie Cosmo gesagt hat. Noch andere Drogen? Nein, nichts. Aber die Tatzeit konnte ich eingrenzen. Gestern 23 Uhr plus minus eine halbe Stunde. Die Tatwaffe? Eine glatte, saubere Oberfläche. Schau mal. Ich tippe auf Metall. Vielleicht einer von diesen Mikrofonständern. Die wurden ausgemustert. Und der Hausmeister sagt, er hat gestern Abend 6 rausgestellt und heute Morgen waren nur noch 5 da. Ja, passen wird's ja. Popsängerin mit Mikrofonständer erschlagen. Ja. Das ist der Kerl, der gestern zu Kira wollte. Unser Bob Dylan-Verschnitt. Kira saß bei SOL in der Jury. Was, wenn er da mitgemacht hat? Und sie hat ihn aussortiert? Vielleicht. Motiv Rache? Check das mal. Zeugen? Mau. In den anliegenden Gebäuden wird nicht abends, sondern morgens geputzt. Bleib da trotzdem dran. Vielleicht hat ja jemand bis spät abends gearbeitet. Was mit dem Ring? Taucht vielleicht bei einem Hehler wieder auf. Ja. Oder der Täter hat ihn behalten, weil er auf Bling Bling steht. So wie das jeder Rapper tut. Na, hast du noch mehr so Hammer-Klischees auf Lager? Ja. Ich habe recherchiert. Die Liste ist lang. Beleidigung, Alkohol am Steuer, Körperverletzung, Nötigung. Willst du noch mehr hören? Deswegen ist er noch lange nicht schuldig. So spannend findest du den? Klar, der gehört zum Fall. Vorletz Kira hat gestern eine SMS bekommen von einer Gössel Josefa. Das ist auch eine Sängerin, die bei Liedgut unter Vertrag ist, unter dem Künstlernamen Josie. Die hat geschrieben, hallo Kira, können wir uns treffen und reden, wegen SOL, aber auch wegen Roman? Das wäre mir echt wichtig. Was meinst du, liebe Grüße, Josie? Roman Wollitz? Was hat sie geantwortet? Bin bei Liedgut, komm vorbei. Wie alt ist Josie eigentlich? Mitte 20. Die hat schon als Kind Videos ins Netz gestellt und irgendwelche Hits gecovert. So wurde die Branche auf sie aufmerksam. Ich habe jetzt die ganzen Mails weitergeleitet, aber da war jetzt nichts Auffälliges dabei. Hier sind die ganzen Videos. Ja, mach doch mal an. Hier, bye bye, SOL. Hallo, meine Süßen. Ihr habt's ja bestimmt schon gehört, aber ich wollte es euch auf jeden Fall noch mal persönlich sagen. Es stimmt, ich bin bei der nächsten Staffel SOL leider nicht mehr dabei. Was echt schade ist, weil ich voll die gute Zeit hatte in der Jury. Oh Mann, jetzt wäre ich ganz emotional. Aber nach 3 Jahren ist auch einfach mal Zeit für was Neues, also für ein neues Gesicht. Und Josie wird das super machen und ich wünsche ihr und der Show einen Riesenerfolg. Also die Leute müssen schon glauben, dass du dich für Josie freust, oder? Ja, ich freue mich auch. Ich finde super geil, dass die blöde Bitch mir da reingrätscht. Okay, also dass sie eine blöde Bitch ist, das behalten wir jetzt mal für uns. Komm noch mal, das kannst du besser. Und bitte. Hallo, meine Süßen. Ich glaube, wir haben da was. Krass. Wie war Ihr Verhältnis zu ihr? Ich bin mit Kiras Musik aufgewachsen. Hab sie bewundert. Bei Liedgut bin ich ihr dann begegnet. Aber ich habe mich nie getraut, sie anzusprechen. Vor 2 Monaten ungefähr auf der Jubiläumsfeier von Liedgut haben wir uns das erste Mal richtig unterhalten. Da war sie echt nett. Kira hat das aus bei Singing Out Loud richtig persönlich genommen. Sie war richtig sauer. Auch auf sie. Und es gab noch ein zweites Thema zwischen Ihnen. Kiras Bruder Roman. Hatten Sie eine Affäre mit ihm? Es war nur eine Nacht. Aber Anke hat's rausgefunden und hat's natürlich Kira erzählt. Ja, hören Sie mal. Erst schnappen Sie den Platz in der Jury weg und dann schlafen Sie mit dem Freund Ihrer besten Freundin. Deswegen wollte ich ja mit Kira sprechen. Ich wollte das alles aus der Welt schaffen. Außerdem habe ich ihr gesagt, dass ich den Job bei SOL nicht machen werde. Warum das? Ich wollte ihr nicht schaden. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, ob das alles richtig ist für mich. Der Druck, die Erwartungshaltung, man muss ständig funktionieren, ständig abliefern. Das macht mich fertig. Wie hat sie reagiert? Sie war überrascht. Aber ich glaube, sie hat sich gefreut, dass ich auf sie zugekommen bin.
Wie lange sind Sie denn auf der Feier geblieben? Stunde ungefähr. Sie rauchen? Ist nicht gut für die Stimme, das höre ich die ganze Zeit. Aber ist jetzt auch schon wurscht. Wie ist das denn passiert mit Ihrem Bein? So ein Irrer hat mich überfallen. Oder, keine Ahnung, bedrängt. Ich bin weggerannt und habe nicht auf den Verkehr geachtet. Ist das der Mann? Ja, das ist er. Hat der Kira getötet? Schaut euch das mal an. Das ist der Kerl, der im Studio nach Kira gefragt hat. Und das ist der Typ, der Josie bedrängt hat, vor 8 Wochen. Das Bild ist nach ihrer Beschreibung angefertigt worden. Ein und derselbe Mann. Genau. Erst Josie, dann Kira. Vielleicht ist der Typ so eine Art Promi-Stalker. Was ist mit dieser Castingshow? Ich habe mir alle Kandidaten aus ihrer Juryzeit angesehen. Da war er nicht dabei. Aber was mit Josie? Vielleicht war ihr Treffen mit Kira gar nicht so versöhnlich. Die hat sich um 22.55 Uhr in ein Taxi nach Hause gesetzt. Also theoretisch kommt sie als Täterin in Frage, aber... Ja, theoretisch ja. Aber warum sollte Josie Kira töten? Ich doch beruflich alles gut bei ihr. Wir müssen diesen Kerl finden. Macht aus den beiden Phantombildern eins und gebt es raus. Auch an die Presse. Den Producer von Cosmo erreicht. Er hat das Alibi von Behrens bestätigt. Aber nicht nur das. Er hat auch einen Streit beobachtet zwischen Kira und Behrens auf dem Flur. Und worum ging's? Oh, ich will auch einen Donut. Das weiß er nicht. Aber ich? Guck mal her. Die Journalistin mochte Kira eigentlich. Bis zu dem Interview. Auf dem Abstellgleis. Schön reinen Stahl abmelken und dann ab auf den Müll, wenn sie leer ist. Total besoffen, die Tante. Wenn einmal einer Geduld hätte, wenn es nicht mehr so gut läuft. Aber das Menschen gibt es in der verwickten Branche eh nicht. Das ist korrekt. Und was ist mit Behrens, Ihrem Produzenten? Behrens ist ein Arschloch. Der ist immer smart und immer nett, aber der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Der interessiert nur seine scheiß Kohle. Aber er gilt doch als Ihr Mentor. Also er hat sie groß gemacht. Sind Sie ihm gegenüber da nicht ein bisschen ungereicht? Behrens ist ein Arschloch. Wir alle in der verfickten Branche. Weißt du, fick dich, Behrens, fick dich einfach. Und? Ihre Mitarbeiter sagen, sie haben sie noch nie so wütend gesehen wie nach dem Video. Und? Also für mich klingt das nach einem Motiv. Sie war nicht mehr angesagt. Das ist hart. Ich kann verstehen, dass sie wütend war. Aber geholfen haben Sie ihr nicht. Haben Sie nicht gehört, was die Journalistin gesagt hat? Ich habe mir jahrelang für Kira den Arsch aufgerissen, weil ich sie mochte, ihre Musik schätzte. Kira hat es offensichtlich anders gesehen. Nur die wenigsten halten sich lange an der Spitze. Die anderen müssen irgendwann mal wieder kleinere Brötchen backen. Damit ist sie nicht zurechtgekommen. Hat mir die Schuld gegeben. Aber wie gesagt, ich habe das alles verstanden. Die Frau Wollitz hat nach dem Interview mehrfach versucht, Sie anzurufen. Sie sind aber nie rangegangen. Ich musste mich beruhigen. Also doch. Und vorgestern Abend haben Sie ja dann mal so richtig die Meinung gesagt. Laut und deutlich. Dafür gibt's Zeugen. Also ich habe ihr schon ganz klar zu verstehen gegeben, dass ihr Verhalten unprofessionell war. Auch laut, auch deutlich. Aber sie hat es ja eingesehen. Wir haben ja sogar noch etwas friedlich zusammen getrunken, bevor ich Freddy zum Flughafen gefahren habe. Ja, ja, den haben Sie um 11:15 dort abgesetzt. Allerdings kann man um diese Uhrzeit auch ganz einfach in einer halben Stunde wieder zurück bei Liedgut sein. Ich habe Kira entdeckt. Ich habe ihre Karriere aufgebaut. Sie war für mich sowas wie eine Tochter. Abgesehen davon war sie launisch, aufbrausend, egozentrisch, anmaßend, ungerecht. Also wenn ich damit nicht zurechtkommen würde, dann hätte ich doch wahrlich den falschen Beruf. Im Übrigen müsste ich 95% meiner Musiker umbringen.
Also, wenn ihr mich fragt, der Behrens hat kein starkes Motiv. Trotzdem steckt er da irgendwie mit drin. Ich tippe weiter auf Cosmo. Der hat die halbe Branche flachgelegt. Soll heißen? Der war scharf auf Kira, sie aber nicht auf ihn. Dann gab es eine Auseinandersetzung. Ich meine, der Typ ist doch total geisteskrank. Was ist mit Kiras Bruder und ihrer Assistentin? Habt ihr die Alibis überprüft? Also, Roman wolle zwar auf eine Musical-Premiere, aber keine Ahnung, wie lange. Ja, und sein Motiv? Der hatte doch Stress mit Anke, seiner Freundin, nicht mit Kira. Ja, Stippchen. Also, diese Anke können wir komplett ausschließen. Eine Nachbarin war bei ihr zur Tatzeit, die hat das bestätigt. Ich habe einen Zeugen gefunden, der was gesehen hat. Gegenüber von Liedgut hat ein Mitarbeiter Überstunden gemacht, warum auch immer. Der hat auf dem Hof Wallets Kira gesehen mit einem Mann. Und die Beschreibung passt perfekt auf Brandner Olaf. Bingo. Das heißt doch nichts. Der arbeitet da. Eine Auszeit. Tut mir leid, verstehe ich nicht. Es könnte gar nicht besser für dich laufen, da musst du doch am Ball bleiben. Dich interessiert nur, wie es läuft. Wie es mir dabei geht, ist egal. Ach, das stimmt doch nicht. Ich möchte dir nur sagen, mach dir nicht alles kaputt. Mir ist das alles zu viel, echt? Immer happy sein, immer positiv, nie zeigen, wie es wirklich in mir aussieht. Gut. Du brauchst ein bisschen mehr Zeit für dich. Kein Problem, kriegen wir hin. Du kannst auch mehr Geld haben. Kein Problem, kriegen wir auch hin. Ach, Mann, es geht mir nicht ums Geld. Es geht mir nicht gut. Ich schaff das alles nicht mehr. Josie, es kam an. Aber bitte tu mir einen Gefallen, triff jetzt keine Entscheidung, die du später bereuen könntest. Nimm dir die Auszeit. 2-3 Monate und dann reden wir nochmal, okay? Aber vorher gehst du nochmal ins Studio für das Tribute-Album. Das Tribute-Album für Kira, da kannst du doch nicht Nein sagen. Das ist unmöglich. Du willst auch deine Großmutter verkaufen, oder? Ja. Und vergiss nicht, du hast Talent. Großes Talent. Schmeiß es nicht weg. Hey, Josie. Lang nicht gesehen. Ey, ich hab davon gehört, üble Geschichte. Haben Sie den Scheißkerl gekriegt? Die Scheißkerle kriegen Sie nie, weißt du doch. Hey, wie läuft die Mörderjagd? Ich musste pinkeln. Da habe ich gesehen, dass Kira noch da ist. Bin mit ihr raus auf den Hof. Sie hat geraucht. Wir haben gequatscht. No big fucking deal. Und worum ging's? Das Übliche halt. Smalltalk. Bla, bla, bla. Kira war eine attraktive Frau. Und da haben sie einen Blick für, wie man so hört. Sie hat sich über mich informiert, ja? Ja. So läuft das auf Mörderjagd. Hat Kira sie letzte Nacht abblitzen lassen? Nein. Aber ich fand sie mal spannend, ja. So vor 10 Jahren. Danach hat sie abgebaut. Also, jetzt nicht nur optisch. Sie war einfach immer nur unzufrieden. Mit der Branche, ihrer Karriere, immer nur negativ. Weißt du, ich stehe eher auf eine positive Ausstrahlung. Wenn eine Frau ihren Job mag, das ist sexy. So cool, wie der reagiert hat, der war es nicht. Natürlich bleibt der cool. Er merkte auch, dass wir nichts gegen ihn in der Hand haben. Auf jeden Fall hat er sich mächtig ins Zeug gelegt bei dir. Oh, jetzt fang du nicht auch noch an. So, ist doch so. Cosmo, muss ich mir Sorgen machen? Fick dich. Das Labor hat die 5 Mikrofonstände untersucht. An keinem von denen ist die DNA von Wallets Kira. Okay, und was ist mit dem 6. Es wurde wohl die gesamte Umgebung untersucht, aber nein. Also wenn das die Tatwaffe war, dann liegt die längst in der Isar. Wir wissen, wer der ominöse Fan ist. Darf ich vorstellen? Marius Henke, 27, Student, Ex-Mitglied der Wedding Boys. Aha. Seine Amateurband spielt auf Hochzeiten und Partys. Boah, tierische Karriere. Ein Kioskverkäufer hat sich gemeldet. Der hat den Marius schon öfter gesehen und der hat sich an den Schriftzug auf seiner Gitarrentasche erinnert. Und weiter? Ja, ich habe mit dem Schlagzeuger gesprochen. Der hat mir erzählt, dass Marius vor einem Jahr aus der Band geflogen ist. Gab immer Stress mit ihm. Hielt sich wohl für was Besseres. Tja, jetzt macht er nur noch Straßenmusik. Wo finden wir den Kerl? Gute Frage. Er ist bei seinen Eltern gemeldet, aber die haben keinen Kontakt mehr zu ihm. Und wissen natürlich auch nicht, wo er stecken könnte. Mann, Mann, Mann. Chef, wohin? Komm mit. Komm!
ja wie bei Michael Jackson. Richard. Herr Wollitz. Hallo. Sagen Sie, kennen Sie den? Nee, kenne ich nicht. Habe ich nie gesehen. Ist das der Kerl? Das wissen wir noch nicht. Das hätte Kira sicher gefallen. Sie hätte nur gesehen, dass es weniger geworden sind. Das ist schade. Da ist er. Herr Henke? Kriminalpolizei, stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Sie sind verhaftet. Alles, was ich sagen kann, gegen Sie verwendet werden. Die Nummer 2. Sind Sie sicher? Ja, das ist der Typ. Ich wollte echt nur ein Autogramm von Josie, mehr nicht. Und dann habe ich versucht, sie zu küssen, so auf die Wange, und dann ist sie durchgedreht und abgehauen. Ich könnte dir nie was tun. Ich finde die toll, ich bin selbst Musiker. Wie die Kira. Die fanden Sie auch ganz toll. Damit habe ich nichts zu tun. Sie waren bei Liedgut, Sie wollten mit ihr sprechen. Der Behrens, der hat Sie abgewimmelt und dann haben Sie es über den Hof versucht. Nein. Josie ist schwer verletzt und Kira ist tot. Und in beiden Fällen waren Sie am Tatort. Wollten Sie vielleicht doch mehr als ein Autogramm von den Frauen, woraufhin die sich gewehrt haben? Nein, so war das nicht. Mit Kira wollte ich nur sprechen, so unter Kollegen. Ja, so unter Kollegen. Ja, ja. Und vor Kiras Haus, was wollten Sie da? Meine Trauerzeit. Hören Sie auf, zu verarschen! Sie stehen unter Mordverdacht. Das ist hier kein Spaß! Also. Woher kennen Sie Anke Theissen? Ich kenne sie überhaupt nicht. Ich habe nur ein Foto von ihr gesehen im Netz. Zusammen mit Kira. Und da wollte ich ihr mein Beileid aussprechen. Komm, das hat keinen Sinn. Sperr den weg. Vielleicht kommt er dann zu Besinnung. Hey, das können Sie nicht machen. Und wie wir das können. Aufstehen. Er hat mich gefragt, ob ich Kiras Assistentin bin. Ich habe ja gesagt. Dann hat er sie beide gesehen und ist weggelaufen. Er sagt, er hätte Ihnen sein Beileid ausgesprochen. Stimmt, hat er. Was noch? Jetzt kommen Sie schon. Sie beide haben doch ganz aufgeregt miteinander gesprochen. Mein Gott, er hat mir erzählt, wie toll er Kira als Musikerin findet. Ich hatte keinen Bock drauf und habe ihn weggeschickt. Warum lügen Sie mich an? Was wollen Sie mir unterstellen? Warum lügen Sie mich an? Kira hat mir alles bedeutet. Verstehen Sie alles? Jetzt verschwinden Sie aus meiner Wohnung. Mann, Scheiße, ey, räum das Ding weg! Sie steht halt noch unter Schock. Wie wir alle. Was willst du denn hier? Die Fans interessiert, da hast du einen Blick hinter die Kulisse. Ja, hier gibt's aber nichts zu sehen, was soll das noch bringen? Dein Lippenstift ist verschmiert. Ja, dann schreib abgeschminkt drüber, abgeschminkt und auf dem Abstellgleis, das passt doch ganz gut. Immer nur. Jetzt ansehen. 6 Uhr, Feierabend. Das Material von diesem Monat habe ich durch. Das war nichts Spannendes dabei? Nee, das Videomaterial von letztem Monat mache ich morgen, ja? Tschüss. Tschüss? Das würde ich nur ohne dich machen. Echt ohne dich wäre ich schon längst durchgedreht. Danke für alles. Thank you.
macht ein bisschen Action für meinen Bruder Dietmar! Willkommen zu der Freakshow! Was für alle, die heiß sind! Break on the Globe, bring der Fuck deine Seele cash! Lass mir nicht spielen, sonst kommst du in der Dekolleté! Du Party im Blut mit Alkohol und THC! Deutschland, meine Sucklöse hat Tourette! Sie treffen in die Leidensfrucht, der Filter uns wird geweckt! Alter, was ziehst du eigentlich ab, Mann? Ich dachte, ich wäre ein verdammtes Team, Mann! Digga, was denn du kriegst? Ich denk nur an dich! Du denkst nur an dich, Wir nehmen gerade auf, ich glaube in einem Monat oder so haben wir mal den. Hey, nee, lass ihn mal rein. Das ist doch Annabelle aus Dresden. Hi. Hallo. Komm rein. Hey. Setz dich. Hübsch hast du es hier. Hast du Handschellen dabei? Willst du mich verhaften? Na klar. Der Chef hat gesagt, guck dir den mal genauer an. Vielleicht ist er ja doch der Mörder. Schön, dass du gekommen bist. Wenn du mich so nett einlädst. Eine Ausnahme. Mit dem Bier. Cheers. Nicht schlecht? Nicht schlecht. Du fandst das Ganze heute nicht schlecht. Ja, was willst du denn hören? Mega. Der totale Abriss. Ja, mindestens. Komm, jeder braucht ein bisschen Lob. Ehrlich? Also eure Makatur nervt total. Dieses sinnlose Rumgedisse. Frauen, alles Bitches. Ey, komm, ist das so ein Scheiß, echt? Komm, das ist Business. Das gehört dazu. Bisschen posieren, bisschen Image, manche mit Bling Bling. Nimm mal nicht alles so ernst. Ihr seid alles Pussys. Ganz, ganz liebe Jungs. Ja, es gibt Arschlöcher. Die haben vor nichts Respekt, auch nicht vor Frauen. Aber du. Entspann dich doch mal. Wenigstens heute Nacht. Oh, ich geh da mal. Ey, was denn? Bleib doch mal. Ey, was soll denn das? Erst machst du mich heiß, dann lässt du mich stehen, oder was? Also, wenn ich jemanden heiß mache, sieht das ganz anders aus. Ja, dann ruf mal schnell deinen Chef an. Ja, mach ich. Von dir. Ich hab's kapiert, Mann. Kannst froh sein, dass Josie bisher nichts gesagt hat. Wenn sie auspackt, sind wir am Arsch. Also, sei clever, komm runter, trink ein Wasser und dann fährst du nach Hause. Ja, entspann dich, ich hab's verstanden. Wollen wir noch ein Bier trinken? Verloren, bin innerlich fast erfroren. Meinen Körper, ich spür ihn fast nicht mehr. Doch der Alltag dreht sich leise weiter. Ich will lieben, ich will hoffen, es ist schwer. Kann nicht lachen, kann nicht weinen, bin nicht hier. Wenn es steht, was in meinem Leben. Es war vor 3 Jahren.
Behrens hat mich zu Cosmos Show mitgenommen. Und wir haben ihn dann Backstage getroffen. Irgendwann war ich mit ihm allein. Zuerst habe ich mich noch gewehrt, aber... aber er war stärker. Irgendwann wollte ich nur noch, dass es vorbei ist. Warum haben Sie ihn nicht angezeigt? Ich stand noch ganz am Anfang. Hatte erst ein paar Videos gedreht. Behrens hat gesehen, wie ich rausgelaufen bin. Er wusste ganz genau, was passiert ist. Und dann? Hat er mir einen Vertrag angeboten, gleich am nächsten Tag. Und da haben Sie natürlich die Chance genutzt. Ich habe verdammt lang darauf hingearbeitet. Das mit Cosmo habe ich einfach vergessen. Und als es dann mit Marius passiert ist, kam alles wieder hoch. Haben Sie mit jemand darüber geredet? Nie bis neulich. Kira hat das Thema angeschnitten. Meinte, dass ich auf mich aufpassen soll wegen der ganzen Arschlöcher in der Branche. Sag mal, wie oft denn noch? Ich habe mit Kira nicht über Josie geredet, den ganzen Abend nicht. Ich meine, sie war betrunken, ausnahmsweise mal gut drauf, hat gesagt, sie sieht wieder Licht am Ende des Tunnels. Und was Josie angeht, das war keine Vergewaltigung, klar? Natürlich nicht. Sie sind ja durch und durch ein Gentleman. Josie hat also nicht Nein gesagt. Und sie hat sich auch nicht gewehrt. Es war alles ganz einvernehmlich. Ja, genau so war's. Es ist schade, dass du mir sowas zutraust. Hat doch so gut angefangen mit uns. Wenn eine Frau sie abweist, dann werden sie sauer und gewalttätig. So war's mit Josie, so war's mit Kira. Josie leidet bis heute unter dem, was sie ihr angetan haben. Ich hab ihr nichts getan, wie oft denn noch? Kira wusste das mit Josie. Hat sie ihnen gedroht, das alles an die Öffentlichkeit zu bringen? Nein! Ich meine, selbst wenn, warum hätte ich sie umbringen sollen? Du kennst doch mein Image. Meinst du, ich habe Angst vor ein bisschen übler Nachrede? Wir reden hier von Vergewaltigung. Da hört der Spaß mit dem Image auf. Haben Sie das noch nicht Leuten hören? Behrens ist da. Mit seinem Anwalt. Time to say goodbye. Annabelle aus Dresden. Also, wenn irgendwas an die Öffentlichkeit gelangt, dann gibt es eine Anzeige wegen Verleumdung. Wenn das mal nicht zu spät ist. Josie hat ihre Aussage gemacht und die Staatsanwaltschaft wird das prüfen. Kann gut sein, dass das diesmal schwieriger wird mit dem Vertuschen. Der Arsch spaziert hier einfach so raus. Tja, wir können ihm nichts beweisen. Ja, ist klar. Da müssen wir eben Beweise suchen. Die werden wir aber nicht finden. Er hat Kira nicht umgebracht. Das macht dich so sicher, Chef. Der war am Tatort, hat ein Motiv und ist ein aggressiver Scheißkerl. Ganz genau. Jetzt warte doch mal. Er sagt, dass Kira ja nicht auf Josie angesprochen hat. Er hat gelogen. Kira hatte gerade erfahren, dass Josie ihre Karriere auf Eis legen wollte. Vielleicht sogar für immer. Du meinst, sie war froh, weil sie mit Josie eine Konkurrentin weniger hatte? Naja, es konnte ja doch gar nichts Besseres passieren. Josies Auszeit war für Kira das Licht am Ende des Tunnels. Kann ich euch kurz was zeigen? Ganz kurz? Ja, klar. Okay. Also, das war vor 8 Wochen. Hollitz Kira und Tyson Anke haben über die Pläne zum nächsten Album gesprochen. Der Dreh ist zu Ende, Tyson Anke hat aber vergessen, die Kamera auszuschalten. Ja? Also, das heißt, die merken gerade nicht, dass sie aufgenommen werden. Ja, mach mal an, Danny. Josie ist im Krankenhaus. Die ist von Auto gelaufen, weil sie von irgendeinem Irren bedrängt wurde. Interessiert dich gar nicht. Ich wollte, dass sie Angst kriegt, aber nicht, dass sie von Auto läuft. Thank you.
eingefädelt. Ich bin drauf gekommen, als du mir das mit Cosmo erzählt hast, dass er sie vergewaltigt hat. Das würde ich nur ohne dich machen. Ist das alles? Kommt da nichts mehr? Also, die Kamera lief noch ein bisschen weiter, bis der Speicher voll war, aber passiert ist nichts mehr. Das ist ein starkes Stück. Josie sollte Angst kriegen. Angst, dass sie nochmal vergewaltigt wird. Was sie Josie angetan haben, ist eine schwere Straftat. Dafür wird man sie anklagen, so viel steht fest. Ist gut möglich, dass sie ins Gefängnis müssen. Wenn sie aber sagen, was sie wissen, dann kann sich das strafmildernd für sie auswirken. Also nochmal, hat Anke Tyson sie beauftragt? Sie hat mir 3000 Euro geboten. Wofür genau? Ich sollte Josie Angst einjagen. Also so richtig Angst. Dass sie dann vors Auto gelaufen ist, das wollte ich nicht, echt nicht. Und dann haben Sie mitgekriegt, dass Anke für Kira arbeitet. Und da war Ihnen klar, dass da noch mehr zu holen ist. Mehr Geld? Und vielleicht sogar die Chance, als Musiker einen Fuß in die Tür zu bekommen. Bei Liedgut oder in Kiras Castingshow. Deshalb wollten Sie mit Kira persönlich reden. Ich bin zu Kira nach Hause gefahren, aber da war nur Ihr Bruder. Und deshalb bin ich dann zu Liedgut, ja. Den Rest kennen Sie. Behrens hat sie abgewiesen, sie sind über den Hinterhof rein, haben dort Kira getroffen. Es kam zum Streit, sie haben sie niedergeschlagen und sie sind abgehauen. Ich habe sie nicht getroffen. Und ich bin auch nicht über den Hinterhof rein. Behrens hat mich weggeschickt und dann bin ich mit ein paar Freunden Musik machen gegangen am Gärtnerplatz. Das können Sie gerne checken, wenn Sie wollen. Ja, der Kerl lügt, ist ja vollkommen klar. Glauben Sie dem etwa? Das ist nicht dein Ernst. Sie hatten auf den Zusammenbruch von Josie spekuliert. Aber dann kam es noch viel besser. Sie kommt ins Krankenhaus, will ihre Karriere beenden. Zumindest denkt sie darüber nach. Das ist schon krass, einem anderen Menschen sowas anzutun. Ich wollte nicht, dass sie verletzt wird. Das macht es nicht viel besser. Würde Ihnen auch nicht helfen. Die Anstiftung zu einer Straftat wird genauso geahndet wie die Straftat selbst. Sie hören vom Staatsanwalt. Strafst du mich jetzt, indem du nicht mehr mit mir redest? Ich habe wenigstens was gemacht, um Kira zu helfen. Du hast dich immer nur beschwert, dass sie scheiße drauf ist. Roman, ich musste was tun. Kira ging's beschissen. Ja, klar. Aber ja nicht das Leben eines anderen Menschen zerstören. Roman! Ich brauche frische Luft.
stimmt. Marius Henke war zur Tatzeit am Gärtnerplatz und hat Musik gemacht. Super, dann kommt er also auch nicht mehr in Frage. Was ist mit der Josie Gössel? Schließen wir die Ersttäterin auch aus? Ich meine, immerhin war sie bei Kira, kurz vor ihrer Ermordung. Hat sie gewusst, dass Team Kira hinter der Aktion steckt? Chef? Naja, die Frage ist ja richtig. Wer wusste von der Aktion außer Anke, Marius und Kira? Roman Wollitz. Nee, der hat das von uns erfahren. Zumindest wirkte er überrascht. Und gestern hat er behauptet, er hätte Marius noch nie gesehen. Ja, aber Marius hat bei uns im Verhör ausgesagt, dass er in Kiras Wohnung war und dort auf Roman getroffen ist, bevor er zu Liedgut ging. Tja, einer von beiden lügt. Roman Wollitz. Und nicht zu stark. Wie du ihn magst. Ich verstehe, dass du Kira helfen wolltest. Es gibt gewisse Grenzen, die darf man nicht überschreiten. Das sehe ich genauso. Sie war deine Schwester. Weißt du, ich habe euch einfach in letzter Zeit überhaupt nicht mehr verstanden. Ich habe ja auch versucht, mit dir zu reden, aber... Ich bin überhaupt nicht mehr zu dir durchgekommen. Das sehe ich genauso. Das ist interessant, Roman. Es gibt gewisse Grenzen, die darf man nicht überschreiten. Irgendwie ist immer jemand anders schuld an deinem Unglück, nur du selber nicht. Vermutlich bin ich auch schuld daran, dass du Josie gevögelt hast. Oh. Nicht zu heiß und nicht zu stark. Wie du ihn magst. Was hast du reingemacht? Sie war deine Schwester. Danke. Du hast sie umgebracht. Das kannst du nicht machen. Du hast sie umgebracht, Roman. Du hast mir alles genommen, Roman. Alles, was mir wichtig war. Ja. Reg dich ab, bist du nur ein Bein. In ein paar Wochen hüpfst du wieder durch die Gegend. Sie ist nicht nur ein Bein, Kira! Josie wurde vergewaltigt und jetzt will sie ihre Karriere aufgeben. Ja, ist doch gut, singt doch eh nur Scheiß. Fick dich. Kannst du einen neuen Songschreiber suchen? Einen neuen Mitbewohner, Team Kira gibt's nicht mehr. Fick dich, geh doch zu deiner blöden Josie und wär glücklich mit der dummen Bitch! In der Sache mit Josie tut mir nur eins leid, dass sie nicht gestorben ist bei dem Unfall.
haben sie ihm gegeben. Er hat sie umgebracht. Alles gut. Hier, KOK Kupfer. Wir brauchen dringend einen RTW in die Liebigstraße 2. Danke. Die hat Nerven. Das war Ketamin, auch bekannt als K.O.-Tropfen. Haut einen Elefanten um, tötet ihn aber nicht. Sie wollte Roman Angst machen. Sag ich ja, die hat Nerven. Lenny. Kira ist auf Platz 1 der Downloadcharts. Mit ihrem alten Hit, Unsterblich.